Hallo, willkommen zurück bei Elite Dangerous. Wir sind hier in Stuart's Retreat, einer, wie es scheint, verlassenen Siedlung. Hier gibt es auch wieder Materialien. Die nehmen wir doch mal auf jeden Fall mit. Kommunikationsablink. Name Verteilungsplatte nehmen wir gerne mit. Oh, einfache Leiter. Ja. Moment, wo ist das? Hier zündelt es irgendwo. Hier ist ein Kommunikationsablink. Denn zapfen wir doch mal direkt an. Noch umschalten. Entdeckte Logs. Whistleblower 3 von 4. Mechanischer Schrott. Kommunikationsablink. Nee, hier ist noch ein anderer, der ist dann. Moment. Nee, Moment. Das ist der nicht, den haben wir ewig gescannt. Und denne will ich. Ah, genau. Der steht dann. Nein. Oh. Ach doch, hier. Hier. Sorry. Das ist er doch. Kommunikationsablink. Ja. Das ist wahrscheinlich auf der anderen Seite. Oh, hier. Genau. Dann wollen wir das Ding hier. Ist das doch schon der letzte Punkt? Moment, der ist auf der anderen Seite. Da seid noch was näher dran. Moment, nee, das ist das Ding, dann das haben wir glaube ich schon, oder? Die da haben wir auf jeden Fall schon. Wow. Datenpunkte könnte man sich mal schnappen. Sag mal, deine Datenpunkte holen. Guck, was wir da kriegen. Wahrscheinlich, dass wir hier jetzt mehrere aktiviert haben, die müssen wir. Grid-Kondensatoren, sehr schön. Moment.
du nicht Datpunkt? Nee, du bist Lautsprecheranlage. Der Commander hier wieder kann den Datenpunkt nicht vom Lautsprecher unterscheiden. Datenpunkt gescannt. Also N Dings brauche ich noch. Ach, das ist noch das andere. Ich muss unbedingt nur bei einem Interstellar Faktor. So, guck mal, hier ist doch was. Der könnte eventuell noch fehlen. Und dann muss es hier doch irgend noch ein anderer Datenpunkt geben. Ja, das? Den haben wir schon. Denn da haben wir doch garantiert, den habe ich schon. Okay, Netto Nummer zur Sicherheit halber. Wie gehabt, zur Sicherheit. Wenn wir nochmal gucken, ich glaube, den habe ich schon. Ja, den habe ich schon. Hallo? So. Nämlich müsste da festgefahren. Gibt's doch nicht. Hallo, was soll denn das? Wo hänge ich denn hier? Oh, wie habe ich denn das geschafft? What? Es geht gar nichts mehr. Was geht denn hier ab? Hallo? Was? Okay, wir sind gerade verbuggt. Wie lösen wir das Problem? Eventuell, wir gucken uns mal aus. Gucken wir mal, ob es das löst. Oh, netter Nebeneffekt. Netter Nebeneffekt, wir können was aufsammeln. So, und hier
hier, genau, genau, genau du. Dich wollte ich doch scannen. So, scheint nichts weiter passiert zu sein. Dich habe ich schon. Moment. Gibt's da nicht. Das ist der, den ich schon habe. Das ist der andere Moment, das ist der andere Datepunkt. Genau dich wollte ich doch hier, da vorne bist du. Nee. What the shit fuck. So, die haben wir. Datenpunkte. Wenn sie erstmal das Zeug aufsammelt, das. So, dann haben wir hier einen Datenpunkt und da vorne heute mal Datenpunkte. Machen wir es erstmal, das würde ich sagen. Das sind hoffentlich nur die zwei. Das schon war dann. Sehr schön, das hört sich doch schon mal gut an. Alle Telemetriepunkte wurden aktiviert. Spezial Legacy Firmware. Na super, unverschlüsselte Files, nämlich auch Paket mit geheimen Informationen. Das finde ich doch mal gut. Nur knappe Millionen, Alter, das ist ja richtig geil. Ja, das ist okay. Wo ist der andere Whistleblower? Gut, so. Hier sind drei Stück. Wir gucken sie erstmal, ob wir die schon haben. Weil ich mir gar nicht so sicher bin, ob. Bestute fehlende. Jo. Der war's. Aber dann sind hier noch Schildemitter. Die haben wir zwar schon genug, aber wenn die hier einfach so rumfliegen, wenn dann holen wir sie natürlich noch. Sehr schön, das haben wir hier alle Punkte gescannt.
das mit den Datepunkten erledigt. Ich würde sagen, dann ist doch mal ein guter Zeitpunkt für uns die Logs anzugucken. The Whistleblower 01. I don't have long. Once they realize I'm gone and the data's been copied, they'll send their attack dogs after me, I know they will. But someone needs to show the galaxy what the INRA really is. What it's doing. What it's hiding. Ah, okay. Das INRA, das war auch schon in der Anna Station, wo wir da vorhin waren. Zwei ja die gleiche Hoshis von INRA. Und hier ist jetzt einer, der irgendwas spoilern will, was die machen. Also ja, klassischer Whistleblower halt. Ich lasse einfach mal laufen und aber man nicht so viel versteht. I'm sorry for the part I've played in this. Truly. I was a researcher at a facility in the Hermitage 4A system exploring agricultural applications of Thargoid-derived technology. The lab was owned by the INRA. Publicly, the INRA likes to emphasize the whole altruistic cooperative thing, but in recent years it's become much more focused on weapons testing and manufacture. Believe me, it's a military contractor in all but name. Okay. Thargoiden-Technologie auf dem Agrarsektor. Das hört sich schon relativ komisch an. Ein Vertragsdienstleister des Militärs, ist okay. The nature of my field was the study of disease-resistant crops, microproteins, that sort of thing. I was getting good results, even if my superiors took no notice. Then everything changed. I was running a bunch of control experiments, just trying a few things out. It was an afterthought. It wasn't even related to the main body of my work. The results were interesting. I didn't think they were particularly significant. But something made me take it directly to one of the inner guys. I didn't want to go to Dr. Prince. She's always been pretty dismissive of my work. I would give anything to be able to undo that decision. Okay, I would not buy the Dr. Prince. All my equipment and samples were whisked off to some remote facility. Later I found out I'd been taken to a weapons testing site in the Alnath A2AA system. My research was used as the basis of a new super weapon designed to destroy the Thargoids. I heard they experimented on live captives. I doubt any of it was strictly legal. It certainly wasn't ethical. To the public, the INRA is a symbol of all that is possible when superpowers set aside the differences and work together. Well, it might have started off like that, but it's something very different now. Progress at any cost. Might makes right. All our worst impulses channeled into an unaccountable organization focused solely on making bigger and more powerful weapons. Bigger and more powerful weapons. God. Okay. Das ist nur interessant. Aus dem seiner Forschung ist irgendwas Getargoide entstanden. Oder die haben dann dort weitergemacht. Was interessant ist, ist jetzt hier die Waffentestanlage im System Alnath A2AA. Alnath. Alnath. Gucken wir mal, das gibt's das? Das System gibt's sogar. 100 Lichtjahre, das ist gar nicht weit. Alnath.
Moment. Ah, was? A2AA. Das war's doch, oder? A2AA. Coole Sache, ey. Ja, nice. Ja, sehr nice. Hat sich Stuart's Retreat hat sich doch schon gelohnt, muss ich sagen. Schöne Geschichte. Und die hat sogar wirklich was mit dem anderen zu tun. Das ist ja geil. So. Nein, nach unten natürlich. So, bin ich doch mal falsch behaupte, wenn wir gerade dort drin sind, dann gucken wir uns das Alnat gerade noch an, oder? Das wäre doch eigentlich so ein Ding. Bevor man das irgendwann anders machen und vergesse, was das überhaupt war, haben wir jetzt hier direkter Bezug dort dazu. Und das sind auch nur lockere zwei Sprünge. Das machen wir noch. Also ist nicht unbedingt in der Folge komplett, aber... Ich würde sagen, wir machen den Durchsprung noch und dann nur ein kleiner Cut. Treibstoff habe ich noch, aber das hänge wir jetzt gerade noch dran. Direkt hänge ich jetzt direkt beim Spieler auch noch gerade dran. Und dann gucken wir uns das nächste Mal diese Waffenteststation an. Im Zweifelsfall ist die noch aktiv und wir kriegen ein paar auf den Sack, aber ich hoffe es doch nicht. Cool, also haben wir ein paar schöne Sachen gefunden hier. Würde ich doch mal echt sagen, das war interessant. Gut, dann so viel für diese Folge. Wir sehen uns dann direkt beim nächsten Mal. Geht direkt hier weiter und bis dahin dann. Bye bye.